Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Simulator. Und wie ihr sehen könnt, ja, kam da schon wieder ein neues Schiff angefahren. Ich habe das alte Schiff mal zurückgegeben. Und ja, wir können den Werkzeughandel ausbauen. Den könnten wir mal, bevor wir jetzt das neue Schiff hier auseinandernehmen, noch eben zusammensetzen. Ich habe hier mal die ganzen Materialien gesammelt. Alter Schwede, was ist denn hier schon wieder alles drin? Alter, läuft bei denen, ne? Läuft bei den Jungs, die sammeln hier wie die Wahnsinnigen. Ja, finde ich irgendwie gut. So, wir können hier rüber. 30.000 Dollar habe ich im Stissel. Ich habe hier nochmal so ein paar Kisten gesammelt und so. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal in den Shop Upgrades. 20 mal gehärteter Stahl, 20 mal Messing, 20 mal Gusseisenlegierung und 10.000 Tacken. Wir kaufen den Laden. Jawohl, Entrepreneur, Trophäe erhalten. Ja, das gefällt. Wie sehen Sie, sie gar nichts. So, und wir brauchen hier diesen neuen Wischmopp, ne? Diesen, oh, Industriestaubsauger. Jawohl. Den kaufen wir auf jeden Fall. Zack, den brauche ich. Dann haben wir hier einen Plasmaschneider noch. Und was gibt es noch? Was hier unten? Ah, die Seilbahn. Die Seilbahn wird für schnellere Fahrten an schwer zugänglichen Stellen angesetzt. Okay, gut, die kaufen wir jetzt noch nicht, weil da müssen wir noch schauen. Ja. Aber so richtig großartig was verändert hat sich im Shop jetzt nichts, ne? Naja, gut, egal. Wir hasseln mal zum Boot, zum Schiff. Und gucken mal, was wir da jetzt noch so alles klar machen können. Alter, das ist ein riesen Tanker. Ach Gott, wenn ich diese Kabine da hinten schon wieder sehe. Yeah. Das gefällt mir nicht. Na ja, gut, okay, wir schauen mal. So, warte mal, ich will mal hier einen Screenshot von machen noch. Zack. Einmal neues Schiff. Diese Anzeige hier mit dem neuen Auftrag verfügbar und so ist auch ziemlich nervig, ne? Aber gut. Egal. So, einmal rauf hier. Boah, war riesig, ne? Und ein bisschen blöd, das. Oh Gott. OMG. Ja, und das ist ein mittleres Schiff, ne? Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir kloppen direkt mal hier drauf los. Und schauen mal, was wir jetzt hier also alles raussammeln können. Nächste Stufe ist eigentlich jetzt nur noch die Baracke auf Maximum zu bringen. Was wir auch irgendwann schaffen werden, wenn wir hier genug Materialien gesammelt haben. Und dann sind wir eigentlich quasi auch schon durch, ne? Mit dem Game. Mehr kannst du quasi eigentlich nicht machen. Wenn ich jetzt nochmal quasi sage, dann geht es nicht. Also dann geht gar nichts. Aber gut, schauen wir mal. Zack, so, her mit dem Zeug. Alles, was wir brauchen. Und ich prügel hier auf dieses Teil ein, danke. So, hier, her damit. Bams. Diese Punkte sind eigentlich auch nur dafür da, dass es schneller geht, ne? So, wo haben wir noch? Hier, bam. Bam. Her mit dem Blei. Das brauchen wir alles, das gute Zeug. Wir müssen schmelzen, damit wir auch noch die Baracke auf die höchste Stufe kriegen. Und dann haben wir alles, ja, am Start. Seilbahn will ich auf jeden Fall noch auschecken. Gucken, wie die so funktioniert. So, her damit. Hier ist auch noch was. Hier liegt auch noch überall was rum, ne? Ich wollte noch mal gucken, ich habe mal die Trophäen geschaut. Also so ist trophäenmäßig eigentlich nur, sag ich jetzt mal, ja, was heißt nur? Aber da müssen wir quasi alle Schiffe einmal gemietet haben. Wir müssen die Schiffe auf 70% gebracht haben, also vom Abriss her. Und ich glaube, drei Schiffe waren das, glaube ich, die wir, sag mal schnell, auf 90% kriegen müssen. Und dann war noch eine Trophäe, ich muss doch jemanden mit dem Hammer hauen. Hitman heißt die Trophäe.
Trophäe. Die muss ich mir auch nochmal angucken. Ich will jemanden mit dem Hammer hauen. So, zack. Wir nehmen hier einfach mal alles mit. Blei und Kupfer ist nicht schlecht, ne? Können wir gebrauchen. Nehmen wir mal. Neues Benzin oder hier Gas oder wie auch immer. Hammer. Na komm. Jawohl. Na, wirst du wohl abgehen? Okay. Ei. Geh doch mal ab jetzt da. Geht. Ey, will ich das Teil mich verarschen? Danke. Und Autosave. So, na komm. Endlich. So, und jetzt hier die drei noch und dann haben wir's. So. Ich muss aber bei den Schiffen, die wir da für no auf 90% bringen müssen, da muss ich noch mal nach den Namen gucken. Die muss ich mir dann echt mal merken. Weil andererseits können ja auch jedes Schiff irgendwie auf 90% bringen. Auch eine Idee. Na gut, schauen wir mal. Erstmal kloppen wir hier das Schiff hier zusammen. Was ist das? Brauchen wir nicht. Jawohl, glückliche Beute, sehr schön. Das hier noch wegkloppen und das. So, dann haben wir hier, ne, hier ist noch was. So. Ich glaube, ah ne, halt, stopp. Hier ist ja auch noch was. Das müssen wir auch noch mitnehmen, ne? So, was mit dem Ölding? Kein Platz mehr im Equipment. Okay, alles klar. Dann sollten wir uns mal Taschen mal leeren gehen. Warum bin ich denn hier drauf gekommen, oder? Ja, verwenden, danke. Einmal runter, bitte. Runter! Ah ja, Schiff ist definitiv zu groß. So, zack. Rein mit dem ganzen Schund. Ja, mal schauen, ne, was wir hier so alles rauskratzen. Ich hoffe, dass wir hier auch ein bisschen Titan und sowas rausziehen. Wobei, ich könnte auch Titan herstellen. Also ich habe so viel Material noch. Also gerade an den goldenen Sachen. Das ist echt übel, was da noch im Start ist. Also da könnte man problemlos Titan herstellen, falls wir jetzt nichts finden. So, zack, hier den Pin noch. Jawohl. So, und dann sind wir hier auf der Etage durch. Gehen wir mal hier rauf. Gucken wir mal, was wir hier noch so wegkloppen können. Ist jetzt alles nicht so der Hit, ne, was wir hier kriegen. Ah, warte mal, hier liegt noch was. Kupfer können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und wieder eine Kiste, die wir zu öffnen haben. Sehr gut. So, damit haben wir hier. Ah, nee, guck an. Oha. Hier können wir mal sehr viel wegschneiden. Halt. Können wir auch wegkloppen hier. Nehmen wir auch noch direkt mit, wenn wir schon einmal am Start sind hier. So. Jawohl. Okay. Könnte ich das hier auch kloppen? Das nicht. Jede Menge Zeug. Alu und Stahl, auch immer gerne gesehen. Zack, her damit. So, wo geht's denn hier noch hin? Hallo, kann ich hier rauf? Ich kann hier nicht rauf. Doch, jetzt. Aber hier kann ich auch noch nicht so drauf kloppen. Ja, ne? Schöne Aussichten hier auf dem Tanker. Kladusch. Ach du Scheiße, guck mal, was da unten an Kisten steht. Ja, jede Menge Massische. So, was haben wir hier noch? Nur noch so ein paar Pins und hier das hier. Glückliche Beute. Ich bin so glücklich mit der Beute.
Ja, damit. Nehmen wir auch noch mit. Und die Anna. Und dann sollten wir auch schon fast wieder voll sein, kann das sein? So, noch so ein Pinüppel hier. Nein. Naja, noch sind wir nicht voll. Oh, hier geht's auch noch rauf. Guck an. Ah, ne, da kann man nicht rauf. Naja, gut, dann nicht. So, würde ich sagen. Schnitzeln wir mal hier einen Horn um. Miau. Zack. Das ging schnell, ne? Das geht hier so richtig fassi fassi. Also diese Motorsäge ist schon geil. Zack. Jawohl, sehr gut. Bin mal gespannt, wie viel ich jetzt hier noch mitschleppen kann. Na? Bam. Kein Platz mehr im Equipment. Okay, das war's. So. Dann müssen wir. Wo ist mein Auto? Warte mal, auf welcher Seite steht mein Auto? Müsst auf der hier sehen. Ja. Dann wollen wir hier mal wieder runter. Hui! Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. So, was können wir hier? Ja, weil, guck mal, da kann man noch einiges reintun. Ja, goldene Sachen haben wir bis jetzt aber noch nicht gefunden. Macht aber nichts. Oh, hier liegt ja auch noch was rum. Das habe ich ja gar nicht gesehen. So, her damit. Und weiter geht's hier. Schön Alu und Blei hier. Benzin. So, wo haben wir noch? Hier. Na komm. Jawohl. Zack. Hallo? Manchmal wird er nicht so richtig. Wie hier zum Beispiel. So. Jawohl, sehr schön. Damit haben wir jetzt hier oben schon mal alles abgearbeitet, ne? Finde ich gut. Finde ich hervorragend. So, dann gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Oha, oha, oha. So, jede Menge Zeug. So, kann ich das hier auch auseinandernehmen? Dafür brauche ich aber. Ja, warte mal, das muss man mit der Kettensäge gehen, ne? Wow! Okay, ich wurde ohnmächtig. Du gehst zurück ins Bett, sei das nächste Mal vorsichtig. Geh an die Arbeit zurück. Okay. Da hat es mich zerrissen. Warte mal, gibt es denn da was? Gibt es da irgendwas für? Warum vibriert mein Controller die ganze Zeit? Alles klar. Ah, ey, wisst ihr, was wir noch nie ausprobiert haben? Die Sprengladungen, ne? Warum vibriert mein Controller jetzt? Ich habe irgendwas getan, was ich hätte wahrscheinlich nicht tun sollen. Aber das wird auch rot angezeigt, ne? Wie mache ich denn das? Moment. Wir gehen aber dahin. Machen wir Licht hier an, ich sehe ja nichts. Ah ja, guck an. Jede Menge Zeug. Wow. Aha. Bis wohin hat es denn jetzt hier die Rohre zerrissen? Bis hier. Was brauche ich denn da? Ja, die Säge. Aber wenn ich da dran gehe, ist rot. Also das heißt, kann man hier irgendwo die Benzinzufuhr ab irgendwie abstellen oder so? Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Wir probieren es mal mit der Sprengladung. Bumm! Nice. Die Sprengladungen sind cool.
Und hier ist mein Industriesauger. Yes! Auch geil. Aber kann es das sein, dass die Sprengladung irgendwie weniger dann raushauen? Ich weiß es nicht. So, her mit dem Zeug. Die Jute ist da. So. Immer her mit dem Kram. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Ja, wie kriege ich die Rohre denn, ohne dass ich in die Luft fliege, da weg? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Also vielleicht kann ich irgendwo bei dem Schiff hier irgendwie die Benzinzufuhr. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Kappen oder so, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Das gucken wir uns dann mal an. Bei Gelegenheit. Weit sind wir aber noch nicht gekommen, ne? 10%. Naja, gut. So, rein hier. Licht an. Oh, Vorsicht. Na komm, fahr. Nicht so schüchtern, nicht so langsam. So, jetzt muss ich erstmal wieder einschmelzen, ne? Was brauche ich denn jetzt? Warte mal. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was brauche ich denn jetzt hierfür? Um die Baracke auf höchste Stufe. So, zwei Arbeiter Hammer. Und hier brauchen wir 20 mal säurebeständigen Stahl und 20 mal Titanlegierung. Die Chemikalien haben wir. So. Chemikalien haben wir hier ohne Ende. So, Titan. Na gut, okay, Titan könnte ich jetzt nicht so viel herstellen. Ne? Warte mal, was brauche ich dafür? Doch. Mit den Chemikalien und. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Ah, hier, genau. Das muss ich herstellen. Dafür brauche ich Alumin. Ne, was ist das? Chrom. Chrom habe ich nicht so viel für den säurebeständigen Stahl. Okay, dann sollten wir vielleicht doch ein bisschen haushalten mit den Dingen. Was wir da brauchen, was war das andere? Was braucht es denn noch? Ne, nicht Werkstatt-Upgrade. Wo wollte ich drauf? Hier. Zack, was brauche ich da? Titanlegierung, säurebeständiger. Achso, nur die beiden. Titanlegierung, säurebeständiger Stahl. Ja gut, kann ich jetzt so erstmal nicht viel mit anfangen, ne? Titanlegierung ist das hier. Ja gut, Aluminium hätten wir en masse, aber wir haben kein Titan. Titan müsste ich herstellen. Und säurebeständiger Stahl, dafür brauchen wir Chrom und Edelstahl. Edelstahl haben wir in rauen Mengen, aber Chrom nicht. Ja, gut, dann muss ich halt noch ein bisschen sammeln, ne? Kein Problem. Ja, kriegen wir hin. Kein Problem. Ist easy. Machen wir. Dann würde ich sagen, stellen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen davon her. 1000 Grad, Stufe 2. Machen wir erstmal wieder ein paar Groschen, ne? Damit wir uns auch mal nochmal hier Werkzeuge kaufen können. Ich würde sagen, jetzt ist doch irgendwo dahin geflogen. Zack, so, Hammer. Dann haben wir jede Menge was, nicht Aluminium, aber dafür zu wenig von dem Zeug. Wir könnten aber, habe ich noch, habe ich auch nicht. Boah, bitte. Richtig bitter. Warte mal, haben die schon wieder was gesammelt? Oh ja, hier, guck an. Die bräuchte ich. Boah, was ist denn hier noch alles drin, ey? Ist ja richtig übel. Okay, wartet mal. Dann müssen wir das anders machen. Und zwar einmal und normale brauche ich, also Kupfer. Kupfer habe ich aber nur 6 Stück, was wiederum schlecht ist. Boah, ist ja richtig bitter, ne? Zack. Zack. So, nehmen wir die mal mit.
Und ja, die muss ich noch hier einschmelzen. Das nehmen wir auch noch mit. So, dann tun wir mal. Wo ist der eine jetzt hier? Da. Zack, 6 und 6, ja, passt. 500 Grad, Stufe 3. Jawohl. Zu her den Scheiß. Oh, kein Platz mehr im Equipment. Ich glaube es ja. Okay, hier ist auch kein Platz. Alles klar. Läuft bei mir. Ja, müssen wir auch so ein bisschen was verkaufen. So, komm mal her, mein Freund. Du kriegst jetzt schon mal den ganzen Krempel hier, weil brauche ich gerade sowieso nicht mehr. Gehärteten Stahl brauchen wir nicht. Bleilegierung brauche ich auch nicht. Kann auch weg. Ja, für 1300. Ciao. So, dann heben wir den einen hier auf. So, und dann müssen wir hier mal schauen. Wir verkaufen erstmal das. Habe ich hier noch irgendwo Alkohol drin? Nee, ne? Ist da noch irgendwo Alkohol? Sieht jemand Alkohol? Nein, Alkohol ist nicht zu sehen. Können wir auch verkaufen. Moment, wir können aber auch hingehen und können das erstmal rüberschieben. Damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. So, das heißt, das und das auch noch weg. Nochmal 300. So machen wir Kohle, ne? So, jetzt hole ich mir das hier. Ah, nee, falsch. So, danke. So, warte mal. Stufe 1. 500 Grad haben wir eingestellt. Das passt. So. Also halt. Zack. Zack, so. Den teilen wir auf. Den darunter und den auch darunter. Stufe 1, 500 haben wir. Dann haben wir nämlich hier auch schon mal wieder was hergestellt. Und das ganze Zeug ist weg. So. Was können wir denn noch? Was habe ich denn hier noch drin? Guck mal hier, ne? Stahl ohne Ende. Machen wir erstmal Stahl. Ja. Ah, da ist ja auch noch was. Verdammt. Hab ich hier gar nicht gesehen. Ja, komm, den einen, den können wir so verkaufen. Ist jetzt hier noch irgendwas drin? Nee. Mann. Gar nicht drauf geachtet. Zack. Zack. So. Vollgas. So, und dann machen wir den Stahl hier schnell parat. Zack. Zack. Und. Zack, so, 1000 Grad, Stufe 2. Bams. Und schon haben wir wieder Geld gemacht. Gar kein Problem für uns, ne? So, weg damit. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wieder 1100. So schnell kommt man zu Kohle. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende. Ich gehe mal hin, sammeln oder schmelze den Rest hier noch ein, dann sammeln wir in der nächsten Folge noch ein bisschen was vom Schiff auf. Gucken wir mal, was wir da noch kriegen. Nächstes Ziel, sorry, ist dann die Baracke hier aufzuwerten. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Mit einer Bewertung und einem Kommentar supportet ihr mich ungemein. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.